Herzlich willkommen zurück bei Witcher 3 Hearts of Stone, hier vor dem Anwesen der Everrex. Letzte Folge, harter Kampf gegen den Typen hier, diesen deformierten, wie ist er, Pedell oder wie er hieß, ja. Und jetzt schauen wir mal ins Haus, ob wir da Iris von Everrex finden können, die ja, glaube ich, auch schon tot sein müsste, um von ihr die lilane Rose zu holen. Gucken wir einfach mal. Ich habe Angst. Ja, das hört sich doch schon mal sensationell gut an, würde ich behaupten. Haben wir hier irgendwelche Sachen, die wir mitnehmen können? Salpeter. Geht's hier schon wieder raus? Kann ich nicht mal raus. Da kann ich nicht mal raus. Okay. Die haben ja gesagt, die Alte ist im Obergeschoss, ne? Uah, was zur Hölle macht denn der Kollege schon wieder? Oh, das ist aber nicht das Obergeschoss. Trotzdem scheint es hier was zu geben. Ja, hier schaut es definitiv unaufgeräumter aus als draußen. Draußen war ja dann doch einiges noch in Schuss gehalten. Hier drin schaut es einfach nur heruntergekommen aus. Was zur Hölle? Oh. Hi Iris. Ich muss vorsichtig sein. Da kommst du jetzt erst drauf, nicht nachdem wir den gesichtslosen Typen im Garten verdroschen haben. Alles einsacken. So, und was liegt jetzt hier rum? Machen wir halt mal das Licht an. Machen wir es wieder aus. Nein, mach's wieder an, Mann. Ich hasse diese Kacke. Iris Skizzenbuch. What the fuck? Okay. Na, meinetwegen. Das ist der Schlüssel, den wir gekriegt haben. Das ist das Skizzenbuch. Kann ich das... Ich kann das nicht angucken. Naja, okay, dann kann ich es halt nicht anschauen. Okay, ich sehe jetzt noch irgendwas in diesem Raum. Vorne wäre noch eine Kiste. Ach, Kumpel, ey. So. So, wir müssen auf jeden Fall letzten... Wer ist da? Endes nach oben. Heilige Scheiße. So, schauen wir mal kurz, was hier noch so ist. Hm, ordentlich und alles sauber. Es kann serviert werden. Der Pedell muss den Tisch noch decken. Jo, dann schmeiß mal einfach mal die Stühle um. Warum auch nicht? Okay, dann schauen wir mal hoch. Hallo? Jemand zu Hause? Alter, was zur... Was zur Hölle? Geht hier ab. Ah, klauen wir erstmal ein paar Pflanzen, oder? So, was haben wir hier? Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Wow. Jetzt haust du aber die Sätze raus. Hier ist angeblich noch irgendwas. Wäre das unten gewesen? Ich schau mal noch mal kurz runter. Tatsache, hier, ja. Olgiert, wie ich ihn nie gesehen habe. Ein anderer Mann. Da hat er noch gelebt, hä? Beziehungsweise war noch nicht ein wandelnder Toter. Na gut. Okay, wie es ausschaut, müssen wir da rein. Na, da hinten wäre auch noch eine Tür. Schauen wir halt mal da raus. Abgeschlossen natürlich. Schauen wir mal hier rein. Was gibt's hier so? Brandschaden. Interessant. Hat die ihre eigene Villa hier abgefackelt oder was? Da hinten ist noch was. Komme ich mal wieder nicht hin. Oder wäre noch was gewesen? Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in diesen
Kann ich da überhaupt rein, wenn da die Scheiße davor liegt? Nee, da ist auch verschlossen. Wo zur Hölle muss ich denn dann ran? Kann ich da rüber? Okay, ich kann hier rüber klettern, aber... Das bringt mir, glaube ich, auch nicht so viel. Oder komme ich hier rein? Was haben wir hier noch? Hier ist noch eine abgeschlossene Tür. Und hier komme ich auch nicht rein. Okay. Ja, das läuft doch. Da muss ich wahrscheinlich vielleicht hier draußen über den Balkon. Jo. Oh, das ist aber nett. Da wird mir sogar mal die Tür aufgemacht, damit ich hier rein kann. Hallo? Jemand? Was zur Hölle geht eigentlich in diesem Haus ab? Jetzt mal ganz ehrlich. What the fuck? What the fuck? Ist klar, Mann. Verpiss. Boah, Alter, die hält abartig. Alter, die schlägt sau schnell und die hält abartig viel auf. What the fuck geht ab mit der... Was ist jetzt los? Die heilt sich? Wie heilt sie sich? Durch was heilt sie sich? Moment. Ich muss den Fokus raus. Da ist irgendwas. Okay, okay. Ich glaube, ich halte einfach ihre Schläge aus und halte einfach nur dagegen. Weg, 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 weg. Raus da. Ich kann ja ihre Schläge locker wegstecken eigentlich. Im Notfall habe ich immer noch dieses Absud, was ich nehmen kann. Oder ich pfeife mir jetzt... Jetzt geh halt da bitte raus. Ich pfeife mir einfach mal einen Schwalbe rein. Boah, leck mich, Alter. Leck. Ganz ehrlich. Was jetzt hier? Genau jetzt in dem Moment, wo ich mir einen Donner reingetroffen habe, oder was? Halt doch einfach die Fresse. Ja klar, jetzt nochmal, kurz bevor du besiegt bist. Und jetzt stirb einfach. Heilige Scheiße, ey. Was ist denn mit diesem Haus falsch? Was hat der Olgit bitte hier angestellt, dass da ein gesichtsloser, zusammengenähter Typ im Garten rumläuft und seine Alte, die Iris, hier anscheinend total ham gegangen ist, ey. What the fuck, ey. Ja, erstmal in diesem wunderschönen Haus, kaum gruseligen Haus, meditieren. Oh Mann, ey. Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Okay. Das da ist Iris. Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Ach ja, die Hunde und die Tiere zu erwähnen, habe ich natürlich noch vergessen. Die geben dem Ganzen noch die Krönung. Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Es war doch klar, dass sie tot ist. Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Muss ich sie jetzt begraben? Warum helft ihr mir überhaupt? Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everick zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nee, eigentlich ist das... Nein, überhaupt nicht. Verständlich. Oh, Mann, ey. Ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Was? Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hier hin und starb an Trauer und Einsamkeit.
Das ist natürlich traurig. Ihr Geist ist rastlos und zornig, greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everreck hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Heißt das, ich bin seltsam? Sie kann uns nicht hören. Nur weil ich eine Sonnenbrille auf habe. Ich muss mit dem Geist reden, ich brauche eigentlich nur diese Blume. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Sag mal, wo bunkerst Gutes du eigentlich die ganzen... Gutes Hundchen. Wo bunkert er die ganzen Schlüssel? Er ist ein Hund. Hat er die in seinem Hintern versteckt oder was? Ja, der hat doch gerade noch was... Jetzt mal ohne Scheiße, der hat doch gerade noch was geleuchtet. Kann ich da jetzt rein? Ich will da nochmal kurz hinschauen. Bin nämlich gerade der Meinung, im Hintergrund hat das wie so ein Quest-Item so... was aufgeleuchtet. Schauen wir einfach mal kurz. Siehst du da? Was ist das? Da liegt noch etwas. Porträt von Iris und Olgierd. Das Paar. Na, das nehmen wir doch mal mit. Haben wir hier noch was? Was? Verbranntes, süßes Brötchen? Jetzt komme ich hier wieder nirgendwo raus. Okay, dann laufen wir halt normal zurück. Kann ich hier nicht einfach rausgehen? Nee. Hätte man ja auch so einstellen können, dass die Türen danach einfach offen sind. Ich meine, es ist ja jetzt alles getriggert. Wieso sollte man denn noch außen rumlaufen? Gut, gehen wir mal hier raus. Vielleicht hätte ich den Hund noch nach den anderen Schlüsseln fragen sollen. Finde einen passenden Ort, um Iris zu begraben. Jetzt müssen wir einen aussuchen. Also den hier würde ich nicht nehmen, weil da ist noch so ein anderes Grab. Aber die Bank hier ist abgenutzt, ne? Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Okay. Zu warm Haus. Das heißt, die helfen. Ich suche weiter. Das heißt, die helfen mir, wo ich sie begraben muss. Iris von Everreck liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Na gut. Ich hebe das Grab woanders aus. Bleibt ja nur noch hier oben. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Na ja, gut. Dann machen wir das mal. Hatte Iris von Everreck letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet. Dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Weißt du, ich muss jetzt ein Abschiedswort sagen? Dann werde ich das wohl machen. Darf ich jetzt auswählen? Ah, ich kannte Iris von Everreck. Iris von Everreck war eine talentierte Malerin. Iris war Olgierd von Everecks Frau. Ne, wir sagen das mit der Zeit. Die hat ja so ein Skizzenbuch gehabt, die hat hier gerne gemalt, also... Sag mal das einfach. Ich kann nicht viel über Iris von Everreck sagen, aber ihre Bilder gefallen mir. Schade, dass sie aus ihrer Kunst nicht mehr Trost schöpfen konnte. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Versuchen wir sie herbeizurufen. Skizzenbuch aufs Grab, Bild von Iris und Olgierd aufs Grab legen. Habt ihr zwei? Legen wir mal das Skizzenbuch aufs Grab. Dein Name steht in diesem Skizzenbuch. Vielleicht möchtest du es mit ins Grab nehmen. Habt ihr noch was zu sagen? Ihr beiden, habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Ich denk's mal schon. Okay, versuchen wir mal sie herbeizurufen. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen.
Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Kommt sie? Sie kommt. Heiß. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen. Sie läuft einfach weg. Na, meinetwegen. Was zur Hölle? Sieht schön aus. Schöner als jetzt, auf jeden Fall. Ich soll dir folgen. Also schön. Was? Ey, das wird ja immer abstruser. Was zur Hölle passiert denn da? Leute ohne Gesicht, die zusammengenäht wurden, Tiere, die sprechen, eine verrückte Alte. Jetzt gehen wir auch noch in Gemälde rein. Was zur Hölle ist los in diesem Haus? The fuck? In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Okay. Ich meine, ich habe ja echt schon vieles erlebt. Wie seid ihr zwei hergekommen? Aber es gibt uns in beiden Welten. Erzähl mal kurz, was hat's mit dieser Welt hier auf sich? Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Die normale Welt auch. Das Haus war gefährlich genug. So, wo ist die Alte hin? Also gut, es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Total. Das klingt übelst einfach. Suche nach Iris von Everick's Erinnerung und finde heraus, wie du sie wiederherstellen kannst. So, was haben wir denn hier? Upp. Geister von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Genau hinsehen. Okay, dann schaue ich mal genau hin. Komm erstmal hier rüber. Was ist das? Eine Malerpalette. Farbpalette. Platziere die Objekte, die zur Szene passen, an den jeweils richtigen Orten. Eine Teekanne. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Moment, da drüben ist auch noch was. Oder? Was haben wir hier noch? Der Geist aus der Steppe. Der Geist aus der Steppe. Oft gelesen, ganz abgegriffen. Okay, dann kommt hier die Teekanne hin, sage ich. Das stimmt wohl nicht. Was? Was kommt denn da dann hin? Das Buch? Das stimmt wohl nicht. Hä? Da kommt die Palette hin? Hat sie dann die Teekanne in der Hand oder was? Passt perfekt. Oder habe ich irgendwas übersehen? Sie hat die Teekanne in der Hand? Warum hat sie eine Teekanne in der Hand? Iris hat das Anwesen gemalt. Nee, hat sie nicht. Aber was hat's dann mit der Teekanne auf sich? Also der hat auf jeden Fall das Buch in der Hand. Passt perfekt. Ach, die Teekanne muss man gar nicht verwenden. Na, okay. Meinetwegen. Warum auch immer die man gefunden hat.
Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Ich finde, die Alte schaut ganz schön gruselig aus. Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Hm? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. Warum geht er was? Hä? Ich check gar nichts. Hä? Okay, was muss ich jetzt? Wieso hat er jetzt sein Schwert gezogen? Suche nach Iris von Everix Erinnerung und finde heraus. Es sind hier überall Bienen. Warum sind hier überall Bienen? Eine Erscheinung. Alles klar. Was sind das für... zur Hölle? Alter, das ist ganz schön abstrus hier. Ja, hau doch ab, Mann. Eine Erinnerung. Kann ich hier mal... Das kann ich hier nicht tun. Okay, nächste Erinnerung. Was haben wir denn hier? Ein Glas. Weinglas. Sieht wie das von Olgierd aus. Was haben wir hier noch? Einen Brautschleier. Okay, da ist die Katze. Kann ich mit der reden? Die Erinnerung ist verschwommen. Du musst einen Weg finden, sie wiederherzustellen. So. Oh, da liegt auch noch was. Ein Blumenstrauß. Kaputte Dekoration für einen besonderen Anlass. Okay, was haben die da in der Hand? Trinken die einen zusammen? Wahrscheinlich. Passt perfekt. Echt jetzt? Geil. Auf deine Gesundheit, liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ach, könnte dieser Moment doch ewig dauern. Mal sehen, was sich tun lässt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Gern, aber ich weiß, es klingt albern. Das Haus steht schon so lange leer und ich... Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ich habe sie alle aufgekehrt und in den Garten geworfen. Mein Ritter, du hast an alles gedacht. Wieso zieht Geralt die ganze Zeit sein Schwert? Wegen den Spinnen, oder was? Jo. Guten Tag. Wie geht's dir? Hä? Ich konnte gerade einfach nicht schlagen. Jo, jetzt werde ich einfach mal in den Mangel genommen. Aber ich trash einfach drauf. Einfach draufhauen. Einfach weiter draufhauen. Draufhauen, 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 draufhauen. Ah, da kommt noch mehr. Okay. Das Medaillon vibriert. Was geht denn jetzt ab? Erscheinung? Ey, sag mal. In diesem... Ein Albtraum. Kristallisierte Angst, der du dich stellen musst. Machen wir erstmal die Spinnen hier noch platt. So,
Dann machen wir dieses Meditieren, das nicht geht, aber trotzdem die Leben voll halt. Okay, ich muss anscheinend hier hin. Guten Tag. Hallo? War jemand zu Hause? Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. So wie alles. Okay, dann schauen wir mal. Was haben wir hier liegen? Castell Haras heißt das Bild. Wein aus Toussaint. Teuer. Okay, mit dem kann ich anscheinend nichts machen. Schauen wir uns mal das Bild hier an. Jo. Was soll mir das jetzt sagen? Was können wir hier noch machen? Untersuchen. Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Okay, und was liegt hier rum? Silberdraht, Perlen. Die Puppe muss ein Vermögen gekostet haben. Olgierts Frau hat Blumen gemocht. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. Okay, setze, um die Erinnerung wieder herzustellen. Jetzt habe ich doch alles angeguckt. Oder hat das jetzt noch irgendwas? Was hat es mit dem Bild hier auf sich? Kann ich da noch irgendwas machen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das Bild muss von hier gemalt worden sein, oder? Das ist doch dann exakt... Warte mal. Die linken zwei Kerzenleuchter sind an. Auf dem Bild haben sie gebrannt, aber das ist noch nicht alles. Die zwei sind an. Der Ofen ist an. Rechts ist alles aus. Wie es ausschaut. Oder? Ist der Ofen überhaupt an? Nicht so wirklich, oder? Jetzt. Okay. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung. Wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen. Stimmt's? Oh, haben da etwa familiäre Unstimmigkeiten? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbrüste. Alter, ich habe gerade Lieblingsbrüste gelesen. Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Oh oh. Wie lieb von Mama und Papa an mich zu denken. Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest, mit diesem Gesindel unter einem Dach. Was? Hä? Also folgen wir ihm. Nicht du schon wieder. Hä, what the fuck? Dieser Ort gefällt mir nicht. Was zur Hölle geht denn jetzt ab, ey? So, okay, dann schauen wir halt mal hoch.